Hardcore-Kabel. Das wäre eine Hardcore-Kabel, das kannst du laut sagen. Aber allein, dass ich die Strebe hier vorne zwischen machen könnte, ist ja schon Innovation ohne Ende. Weil normalerweise würde ja hier ein Motorskin sitzen. Das heißt, die Verbindungssteifigkeit ist schon sehr, sehr hoch. Man spürt, dass das Ding gut steht. Ja, richtig. Also hinzu kommt halt noch das Akkupaket zwischen den Gewichtsverteilung. Sehr niedriger Schwerpunkt und sehr torsionssteif. Keine Kardanwelle? Keine Kardanwelle. Antrieb ist quasi die Hinterachse. Ist das geil? Und das Ganze halt sehr viel kompakter. Komm mal her. Da muss ich mal überlegen. Wir haben hier 600 Newtonmeter. Andere Autohersteller müssen riesen Aggregate, riesen Motorenbau, Getriebe, Antriebsstrang, Kardanwellen. Der ganze Tesla S. Von dem Ding angetrieben? Nee, nur einer. Also das hier, nur das hier ist der Motor. Hier meine ich ja. Nur das ist der Motor. Ja, Getriebe, was ist das hier? Das ist ein Stromkonverter. In der Batterie. Ach, nur das ist der Motor? Nur das ist der Motor. In der Batterie fließt Gleichstrom und Tesla verwendet einen auf dem Patent von Tesla basierenden Wechselstrom. Das weiß ich sogar, das war nämlich ein Serbe? Ja, gebürtiger Serbe. Ist aber gestorben in Amiland hinterher, ist nach Amerika emigriert. Ja. Was wiegt ein Model S? Ein ganzes volles Model S wiegt 2160 Kilo. Ganz ehrlich, für 2160 Kilo geht der Koffer, was geht der auf 100? 4,4 Sekunden. 4,4 Sekunden. Und 4,4? 4,4. Ja. Eine ausgewachsene, siebensitzige Limousine mit 2 Tonnen Eigengewicht. 4,4. Das ist, sieben Sitze? Sieben Sitze. Zeige ich dir gleich.